Merhaba, Selin'in dünyasına hoş geldiniz. Ich wollte mal auf Türkisch starten. Herzlich willkommen zu Sellys Welt. Ja, ich wollte schon immer mal auf Türkisch starten. Vielleicht soll ich auch mal ein ganzes Video auf Türkisch machen, aber dann verstehen die meisten halt nichts mehr. Egal, wir machen auf Deutsch weiter. Ich mache heute einen richtig leckeren schokoladigen Kuchen, einen S'mores Cake. S'more, das ist ja praktisch dieses Zusammenspiel aus Marshmallow und Schokolade. Und da haben die Kinder früher dann immer gesagt, Samor, Samor. Und irgendwann wurde dadurch einfach Smor, also so eine Abkürzung. Und da gibt es wirklich ganz viele Rezepte. Heute gibt es einen Schokokuchen mit einer Marshmallow-Kruste, also mit einer Baiser-Kruste. Und ich lasse die dann innen wirklich noch ein bisschen weich, dass es so ein bisschen an Marshmallow erinnert. Der Sermak und der Marcel haben sich diesen Kuchen gewünscht. Das heißt, die beiden sollten ihn dann auch später auf jeden Fall probieren. Ich mache jetzt zuerst einmal den Schokokuchen. Der soll ein bisschen an einen Brownie erinnern. Deswegen so ein bisschen schokoladig und nicht ganz luftig, eher fest. Aber eben auch richtig schön saftig. Für den Brownie verwende ich 200 Gramm Zartbitterschokolade, 200 Gramm weiche Butter, 150 Gramm braunen Zucker und eine Prise Salz, 4 Eigelbe und ein ganzes Ei, etwas Tonkabohnenpaste, 200 Gramm Mehl und 1,5 Teelöffel Backpulver, 40 Gramm Kakaopulver und 100 Gramm backfeste Schokodrops. Zuerst einmal werde ich jetzt die Butter in die Rührschüssel geben. Die sollte auf jeden Fall schön weich sein und ihr braucht ja auch keine Küchenmaschine. Ihr könnt es auch mit der Hand verrühren oder einfach mit deinem Handrührgerät. So, da den braunen Zucker und das Salz dazu. Und die Zutaten für ein paar Minuten cremig verrühren. Und ich kann in der Zwischenzeit schon mal die Zartbitterschokolade schmelzen. Dann nehme ich immer eine Herrenschokolade. Die hat nämlich ganz viel Kakaoanteil. Ist nicht ganz so süß, das heißt, der Kuchen wird richtig schön schokoladig. Entweder schmelzt es jetzt über dem Wasserbad oder einfach in der Mikrowelle. Die Butterzuckermasse ist jetzt schön verrührt. Jetzt kommt die Schokolade rein. Willst du die reinfließen lassen? Ja. Halt's gut fest. Und ich kratze es gleich aus. Mit meiner Mama hat das Backen früher mehr Spaß gemacht. Weißt du warum? Warum? Die hatte keinen Teigschaber. Und dann blieb mehr Schokolade übrig zum Ausschlecken. Soll ich sie dir übrig lassen? Ja, bei mir bleibt nichts übrig. Schön. Und dann gebe ich jetzt hier die Eier nacheinander dazu. Und ich habe jetzt hier die 4 Eigelbe und das ganze Ei, weil ich einfach später die Baiser-Masse drauf mache und da habe ich das Eiweiß. Das heißt, ich habe hier im kompletten Rezept einfach alle Eier komplett aufgebraucht und habe einfach keinen Rest. Der Rest geht jetzt ziemlich einfach und schnell. Jetzt kommt hier noch etwas Tonkabohnenpaste rein. Und dann kann ich jetzt die trockenen Zutaten dazu sieben. Das heißt Mehl, Backpulver und Kakao. Hier kommen jetzt noch die Schokodrops rein. Magst du die reinfüllen? Die übrigen, die ich noch habe, die Samira nicht vernascht hat. Ich sehe schon, sie will gar nicht alle reinschieben. Komm, die darfst du behalten. Okay, zu spät. Zwei Stück. Zu spät. Und jetzt ganz kurz unterrühren. Das wird ein richtig leckerer Brownie. Ein Brownie? Ja. Ein Riesenbrownie. Mit Baiser-Haube, also mit so einem Marshmallow obendrauf, Marshmallow-Fluff. Magst du gleich den Teigschaber haben? Ja. Okay. Kannst du das kurz in die Spüle legen? Oder so. So sauber machen geht auch. So, und jetzt fülle ich den Teig einfach in meinen Backring ein. Den habe ich bereits eingestellt und aufs Lochblech gestellt. Und der Brownie wird jetzt im Ofen vorgebacken. Und ich kann dann in der Zwischenzeit die Baiser-Masse machen. Und dann wird die nochmal mitgebacken zum Schluss. Die Hälfte der Backzeit ist jetzt vorbei, das heißt, ich kann jetzt das Baiser vorbereiten. Für das Baiser verwende ich 4 Eiweiß, eine Prise Salz, 200 Gramm Zucker, etwas Vanilleextrakt und 100 Gramm Zartbitterschokolade.
Ich werde jetzt das Eiweiß in die Schüssel geben. Da kommt das Salz dazu. Kurz steif schlagen. Dann gebe ich jetzt hier den Zucker langsam dazu und lasse dann die Baiser-Masse für etwa 10 Minuten richtig schön steif schlagen. Sie soll richtig glänzen und der Zucker soll sich komplett aufgelöst haben. Und in der Zwischenzeit kann ich schon mal die Schokolade schmelzen. So. Jetzt ist auch der Kuchen gebacken und wenn ihr hier einen Zahnstocher hineinsteckt, dann bleibt noch ein bisschen was hängen. Das ist aber auch wichtig so, denn das ist ein Brownie, der darf noch so ein bisschen feucht sein, also noch ein bisschen saftig. Und vor allem wird er ja gleich nochmal weitergebacken. Also nicht zu trocken und nicht zu durchbacken. So. Der Eischnee sieht wunderbar aus. Da kommt jetzt ein bisschen Vanilleextrakt rein. Hier noch die Schokolade. Und jetzt nur ganz leicht unterheben, sodass es sich noch nicht komplett vermischt. Also wirklich nur so 2-3 Umdrehungen. Jetzt kommt die Baiser-Masse direkt hier auf den Kuchen, auf den Brownie. Und da jetzt darauf achten, vom Rand etwas wegbleiben, denn die Baiser-Masse, die geht der Erfahrung nach immer noch ein bisschen auseinander. Ich glaube, das gefällt meinen Jungs. Das wird denen gut schmecken. Und den Mädels auch. Bisschen nur verteilen, aber wirklich so in der Mitte diese Erhöhung lassen. So sieht es wirklich wunderbar aus. Und jetzt stelle ich am Backofen die Temperatur herunter auf 140 Grad. Back den Kuchen fertig, lass ihn dann abkühlen und dann geht's schon ans Probieren. Also echt super schnell, oder? Super aus. Und der darf jetzt abkühlen. Jetzt ist der Kuchen fertig und kann angeschnitten werden. Jungs, ihr steht schon in den Startlöchern. Ja. Machen wir Stummfilm. Ja. Ach, guck mal. Also ich hoffe, der ist jetzt so geworden, dass er innen noch schön saftig ist und obendrauf knusprig. Oh ja, ich glaube, das sieht gut aus. Also noch nicht ein bisschen an die Toffifee. Baiser ist ein Kuchen. Wann habe ich das gemacht? Ich erinnere mich nicht mehr. So. Erstmal hier kurz der Schockerholic. Ah ja. Good. Dessen Gesicht nicht gezeigt werden darf. Ich meine, weißt Marcel, du könntest auch einfach ein Smiley über dein Gesicht machen, wenn du dich nicht zeigen willst. Ja, eigentlich schon. Danke. Sieht es gut aus? Sieht super aus. Hm? Dankeschön. Dankeschön. Buddy, das ist deiner. Ja. Jetzt probiert mal. Da ist noch eine, wow. Da ist noch eine Soße drauf, kann das sein? Soße ist keine drauf. Und zwar nicht? Entsteht es nur durch die Baiser-Masse. Ah. Weil da Schokolade untergehoben wird. Mhm. Aber ein Schatz, Mittag. Wir arbeiten alle. Ja. Hm. Jetzt mal ganz ehrlich, Siamak. Mhm. Willst du es ehrlich sagen, wenn es dir nicht schmeckt? Ja. Boah, das gibt's gar nicht. Nee, wirklich, aber zu wem es mir schmeckt. Ehrlich, ihm schmeckt halt alles von man mir. Sieht's, ja. Und du? Ja. So, richtig Schokolade. Ich hab, erzogen. Wenn mir was nicht schmeckt, dann sagt Sally auch immer, schmeckt gut, aber mach nicht mehr. Na, ja. Oh.
Der Murat sagt, wenn es ihm nicht schmeckt. Aber dann muss er leider hungrig ins Bett. Mhm. Nein, er darf das sagen. Er darf sagen. Schmeckt es euch? Ja. Echt lecker. Ja? Ist es auch so fluffig? Mhm. Habe ich gerade fluffig gesagt? Es ist sehr fluffig. Marshmallow, fluffig, deswegen. Sehr schokoladig auch. Cool. Marshmallow hätte ich jetzt nicht rausgeschmeckt, aber... Ja, das ist auch mehr so... Ich habe kein Marshmallow drin. Ja, das ist halt die Baiser. Das ist halt diese Baiser-Masse. Und dieser S'mores-Cake ist ja Marshmallow und Schokolade. Mhm. Aber ich habe es halt mit Baiser gemacht und praktisch ohne, ja, Marshmallows. Gut. War sehr lecker, ja. Juhu, was sagst du? Ich habe dasselbe Problem wie der Siamak. Mir schmeckt einfach alles, was du machst. Oh. Besonders, wenn es aus Schokolade ist. Darf ich mich kurz übergeben? Danke. Du bist doch nur neidisch, Murat. Mhm. Ja. Mach doch einfach mal wieder Murats 5 Minuten und dann lässt die 3 Jungs hier probieren, okay? Ja. Also. Du wärst so froh, wenn mir deine Sachen auch so schmecken würden. Ja. So. Dieses Rezept findet ihr auf sallys-blog.de. Wie lange hat der Kündigungsfrist? Das ist unkündbar. Unkündbar. Wer so ein Lob ausspricht. So, auf sallys-blog.de, falls ihr euch mal wieder ein Murat-Rezept wünscht, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann probieren wir alle, okay, Murat? Ja. Und es kommt ja nicht darauf an, ob es besser oder schlechter schmeckt. Genau, Hauptsache sieht gut aus. Hä? Ja, doch, eigentlich schon. Es Hauptsache jemand dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ihr dürft euch gerne wieder was wünschen. Sehr gerne. Ja. M&M-Kuchen. M&M's-Kuchen. Mhm. Das hört sich gut an.